Guten Abend und willkommen zur heutigen Veranstaltung Ein liberales Projekt, Nachdenken über die Deutsche Staatspartei und ihr Erbe. Mein Name ist Alexander Olenik und ich darf Sie im Namen des Landesbüros Baden-Württemberg, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ganz herzlich begrüßen. Besonders geht mein Gruß an unsere zwei Kooperationspartner am heutigen Abend, das Archiv des Liberalismus und dessen Leiter Professor Dr. Ewald Grote, sowie den Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte von Professor Dr. Joachim Scholtysek an der Universität Bonn. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Die Deutsche Staatspartei wurde im Sommer 1930 durch einen Zusammenschluss der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, und der Volksnationalen Reichsvereinigung gegründet. Das Gründungsjahr und die Folgejahre in Deutschland werden in der historischen Forschung überschrieben mit Begriffen wie Auflösung oder Zerstörung. Sie stehen für den Untergang des Systems der Weimarer Republik. Die damalige Staats- und Wirtschaftskrise hatte ebenfalls Aus- und Rückwirkungen auf den organisierten Liberalismus. Die DDP, gemeinsam mit der SPD und der katholischen Zentrumspartei, eine Stütze der Demokratischen Republik, versuchte in dieser Zeit durch die Integration von Teilen der deutschnationalen Jugendbewegung dem Liberalismus Profil und Wählergunst wiederzugeben. Ihr Spitzenpersonal konnte jedoch erst in Nachkriegsdeutschland seinen Einfluss geltend machen, am prominentesten Theodor Heuss als Bundespräsident. Wir wollen heute Abend das parteipolitische Krisenmanagement der Deutschen Staatspartei mit den gegenwärtigen Herausforderungen des politischen Liberalismus vergleichen. Uns geht es um die möglichen Parallelen, die sich durch kollektive Krisenerfahrungen, Corona und die Folgen, Klimawandel heute, Wirtschafts- und Staatskrise damals ergeben. Also, wie spricht man junge Menschen oder die verunsicherte Mitte an? Lassen sich Bewegungen in Parteien, speziell den politischen Liberalismus, der den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, integrieren? Der Misserfolg, wenn Sie mir dieses Urteil erlauben, der Deutschen Staatspartei in diesen Punkten, ist dabei eine spannende Kontrastfolie zur Gegenwart. Das Herzstück der Abendveranstaltung sind natürlich unsere Referenten, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Linda Teuteberg ist Bundestagsabgeordnete, Mitglied des Bundesvorstands der Freien Demokraten und Vorsitzende der brandenburgischen FDP. Von 2019 bis 2020 war sie FDP-Generalsekretärin. Sie ist zudem stellvertretende Vorsitzende des Vereins gegen Vergessen für Demokratie, der die Erinnerung an die deutschen Diktaturen wachhält und für eine engagierte Bürgergesellschaft wirbt. Professor Dr. Jens Hacke vertritt den Lehrstuhl für vergleichende Kulturforschung an der Universität der Bundeswehr in München. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der Ideengeschichte der Bundesrepublik und der Weimarer Republik. In seinem jüngst erschienenen Buch Liberale Demokratie in schwierigen Zeiten vergleicht er die Herausforderungen vor 100 Jahren mit denen der Gegenwart. Dr. Volker Stahlmann arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien und ist dort unter anderem zuständig für die Edition der Akten der FDP-Bundestagsfraktion. Im Jahr 2011 erhielt er den Wolf-Erich-Kellner-Preis. Professor Dr. Joachim Scholtysek ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bonn. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt die Geschichte deutscher Unternehmen und Unternehmer in Diktatur und Demokratie. Diesen Monat erschien seine Biografie über den Bertelsmann-Eigentümer Reinhard Mohn. Mit Ihnen wollen wir uns der Deutschen Staatspartei und ihrem Erbe auf zwei Wegen nähern. Zunächst wird uns Herr Stahlmann mit einem kurzen Impulsvortrag die DSTP aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft vorstellen. Im Anschluss findet das Podiumsgespräch zwischen Frau Teuteberg und Herrn Hacke statt, moderiert von Herrn Scholtysek. Hier wollen wir den Bogen in die Gegenwart spannen. Wie können Sie mitdiskutieren? Nutzen Sie hierzu bitte die Frage- und Antwortfunktion im Zoom-Programm. Nach etwa 40 Minuten Podiumsgespräch werde ich die Fragen dann an die Referenten weitergeben. Genug der Vorrede. Ich wünsche uns eine gute Veranstaltung. Herr Stahlmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Die Gründung der Deutschen Staatspartei im Juli 1930, meine Damen und Herren, bildete den Endpunkt der liberalen Einigungsbestrebungen nach 1918. Die ständigen Wahlverluste der beiden liberalen Parteien, der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei und der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei, legten ja einen Zusammenschluss des politischen Liberalismus in einer Partei nahe.
Den unmittelbaren Anlass zur Gründung bot die Reichstagsauflösung vom 18. Juli 1930, denn sie machte einen erneuten Wahlkampf notwendig und beschwor die Gefahr weiterer Wahlverluste herauf. Die Demokraten wurden sofort initiativ, aber die Verhandlungen mit der DVP liefen sich fest. Die Beharrungskräfte in beiden Parteien waren letztlich zu stark. Deshalb entschloss sich die demokratische Parteiführung um den Vorsitzenden Erich Koch-Weser zusammen mit dem Jungen Deutschen Orden, einigen Jungliberalen der DVP und Vertretern der christlichen Gewerkschaften eine neue Partei, die Deutsche Staatspartei, zu gründen. Na, jetzt schaue ich mal, ob das klappt. Hier sehen Sie den Parteivorsitzenden Erich Koch-Weser. Es ist ein Foto aus dem Jahr 1928. Der Gründungsaufruf der Deutschen Staatspartei erschien am 28. Juli. Er fand sich in der Vossischen Zeitung auf Seite 2. Wir rufen die junge Generation, so hieß es in dem Aufruf, wir rufen die Staatsbürger, die des parteipolitischen Haders überdrüssig sind, in eine neue und junge Front. Vorwärts zur wahrhaften Sammlung, vorwärts für deutsche Volksgemeinschaft, Größe, Einheit und Freiheit. Der Name Deutsche Staatspartei, so meinte Theodor Heuss, damals Reichstagsabgeordneter, schien eine Reaktion darauf gewesen zu sein, Zitat, dass im Parlament und Volk der Staatssinn zerbröselt sei und die Gruppen in den Parlamenten zu Interessentenhaufen sich gewandelt hätten. Mit der Vereinigung mit dem Jungen Deutschen Orden und seinem parlamentarischen Arm, den Volksnationalen Reichsvereinigung, hofften die Demokraten, Anschluss an die bündische Bewegung zu bekommen und vor allem die Jugend zurückzugewinnen. Auf den Jungen Deutschen Orden unter seinem Hochmeister, so nannte sich der Vorsitzende, unter Rückgriff auf das Begriffsarsenal des Hochmittelalters, auf den Jungen Deutschen Orden unter seinem Hochmeister Arthur Maraun. Hier sehen Sie ihn, ein Foto aus dem Jahr 1925. Hier links ist Arthur Maraun zu sehen. Sind die Demokraten relativ früh aufmerksam geworden. Denn der als nationale Wehrverband gegründete Orden unterschied sich von den meisten paramilitärischen Verbänden dadurch, dass er sich für einen außenpolitischen Verständigungskurs und für eine Aussöhnung mit Frankreich aussprach. Seit Mitte der 20er Jahre bekannte er sich auch zur parlamentarisch-demokratischen Republik, lehnte allerdings den sogenannten Parteienstaat ab. Aber der Orden war umstritten. Es war nicht nur die Ablehnung des parteienstaatlichen Gedankens. Es war sein bündischer Charakter, das Führerprinzip und was vor allem schwer wog, der Arier-Nachweis, den er von seinen Mitgliedern verlangte. Der Zusammenschluss mit dem Jungdeutschen Orden schuf vollendete Tatsachen. Deswegen brach die DVP die Verhandlungen mit der DDP umgehend ab. Das heißt, beide liberale Parteien traten getrennt zu den Wahlen an. Und das Wahlergebnis am 14. September 1930 war ernüchternd, schockierend. Denn der Wahlausgang war geprägt von dem Erdrutschsieg der Nationalsozialisten, die von 2% auf 18% hochschnellten und von der Schwächung der liberalen Mitte. Die Vossische Zeitung titelte deswegen auch Sieg des Radikalismus. Der Wahlausgang stellte vor allem für die Linksliberalen eine Enttäuschung dar. Kein Zugewinn. Keine Stabilisierung, ganz im Gegenteil. Die Linksliberalen verloren weiter. Sie fielen von 4,9% auf 3,5% oder von 25 auf 20 Mandate. Mit anderen Worten, die Erwartungen, die man in diese Neugründung gesetzt hat, erfüllten sich nicht. Ganz im Gegenteil. Die Vereinigung mit einer latent antisemitischen Bewegung hatte zahlreiche liberale, linksliberale Stammwähler abgeschreckt. Nicht zuletzt jene jüdischer Konfession oder Herkunft. An die Wahlniederlage knüpften sich rasch heftige Auseinandersetzungen zwischen dem Jungen Deutschen Orden und der demokratischen Parteiführung, die schließlich am 7. Oktober zum endgültigen Bruch führen sollte. Der Zusammenschluss, der also im Alleingang von der demokratischen Parteiführung und dem ohne Wissen der anderen Parteigremien initiiert worden war, endete also in einem Desaster, das noch dadurch vollkommen wurde, dass die Deutsche Staatspartei im Reichstag nach dem Auszug der 6 volksnationalen Reichstagsabgeordnete seinen
ihren Fraktionsstatus verlor. Diese Nicht-Einbeziehung der Partei in die Fusionsgespräche und vor allem die Vereinigung mit einer latent antisemitischen Bewegung hatte natürlich in der Partei für ein kleines Erdbeben gesorgt. Unmittelbar nach der Fusion waren führende Vertreter des linken Flügels aus der Partei ausgetreten. Anton Erkelenz beispielsweise, der führende Repräsentant des Arbeitnehmerflügels, ging zur SPD. Der Pazifist Ludwig Quidde, immerhin Friedensnobelpreisträger des Jahres 1927, gründete eine eigene Partei. Aus diesem Desaster zog Erich Koch-Weser letztlich dann die Konsequenzen. Er legte den Parteivorsitz nieder und auch sein Reichstagsmandat und verließ schließlich die politische Bühne. Sein Nachfolger wurde Hermann Dietrich, damals Vizekanzler und Reichsfinanzminister im Kabinett Brüning. Trotz der gescheiterten Sammlungsbestrebung hielt die Parteiführung aber an der Neugründung fest. Ein Parteitag im November bestätigte sie. Aber um was handelte es sich letztlich in der Deutschen Staatspartei? Es war letztlich nichts anderes als eine Neuauflage der Deutschen Demokratischen Partei, die jetzt eben unter einem anderen Namen lief. Aber trotz alledem, eins dürfen wir nicht vergessen, die Deutsche Staatspartei, so klein sie auch sein mochte, so gering ihr Mandatsanteil im Reichstag auch war, spielte in der deutschen Politik bis 1932 doch keine unwichtige Rolle. Denn sie besetzte im Kabinett Brüning zentrale Positionen, die des Vizekanzlers und Reichsfinanzministers und mit Ernst Trendelenburg auch den des Reichswirtschaftsministers. Aber die wirtschafts- und finanzpolitischen Konzepte der Partei trafen in der Weltwirtschaftskrise weitgehend auf Ablehnung. Denn die Partei unterstützte den Deflationskurs, die Deflationspolitik Brünings. Die Deflationspolitik, die sie als eine unumgängliche Maßnahme gegen die Krise empfand, war jedoch mit verheerenden Auswirkungen verbunden, führte zur Massenarbeitslosigkeit, zu 6 Millionen Arbeitslosen und traf natürlich die liberalen Anhänger und Wähler hart. Die Quittung bekam die Partei 1932, als sie in den beiden Reichstagswahlen des Jahres auf jeweils 1% fiel. Eine Splitterpartei, marginalisiert und letztlich ohne jeglichen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Immerhin blieb die Partei bis 1933 im Reichstag vertreten. Hier sehen Sie ein Wahlplakat vom Februar 1933. Diesmal wählen alle neuen, Liste 9. Das damalige Wahlrecht war ein Verhältniswahlrecht, ein Listenwahlrecht, deswegen Liste 9. Die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 von den 5 staatsparteilichen Abgeordneten hatten 2, der Vorsitzende Hermann Dietrich und Theodor Heuss, ablehnen wollen, beugten sich jedoch der 3-köpfigen Mehrheit und schließlich die verordnete Selbstauflösung der Partei am 28. Juni 1933 bildet schließlich den Schlusspunkt in der Entwicklung des politischen Linksliberalismus in der Zwischenkriegszeit. Erlauben Sie mir noch ein paar Bemerkungen zum Schluss. Der Niedergang des politischen Liberalismus oder des Linksliberalismus mag ein bisschen irritierend wirken, wenn man sich die Erfolge demokratischer Politik in den 20er Jahren vor Augen hält. Nicht zuletzt bei der Verfassungsgebung, denn die Verfassungen im Reich und in den Ländern trugen ja eine liberale Handschrift. Bei der Demokratisierung der Verwaltung, bei der Reform des Bildungswesens oder auch bei der finanzpolitischen Konsolidierung in den 20er Jahren. Aber 1932 wurden die Demokraten, die Linksliberalen, eben nicht an dieser Erfolgsbilanz, sondern an ihren konkreten wirtschafts- und finanzpolitischen Konzepten gemessen, die eben von den Wählern eben nicht gutiert wurden. Für den Niedergang des politischen Liberalismus sind letztlich interne und externe Problemlagen verantwortlich. Die politische Radikalisierung, die bedingt durch den Versailler Vertrag, die Hyperinflation und die Weltwirtschaftskrise begünstigte natürlich die extremen Flügelparteien und schwächte die bürgerliche, die liberale Mitte. Es waren natürlich auch interne Probleme. Die Tatsache, dass die liberale Weltanschauung allgemeingut geworden war,
dass die liberalen Leitbilder von der Freiheit des Einzelnen allgemein verbindlich wurden und ihre parteibildende Kraft verloren. Zu nennen ist natürlich auch die fortdauernde Spaltung des Liberalismus, denn die beiden liberalen Parteien haben ihre Energien, ihre Kraft in die Auseinandersetzung mit der jeweils anderen Schwesterpartei und nicht mit dem politischen Gegner rechts und links von ihnen verwendet. Die heterogene soziale Basis, organisatorische Defizite, der altbackene Politikstil und schließlich auch das Fehlen von Führungspersönlichkeiten mag man ebenfalls noch anführen. Der Tod von Friedrich Naumann 1919 und schließlich auch der von Gustav Stresemann 1929 rissen Lücken in den Liberalismus und wurden nicht mehr erfüllt. Was dann kam, war, wie Ludwig Peier einmal sagte, gute Durchschnittsware. Es war also ein ganzes Ursachengeflecht, das letztlich für den Niedergang des politischen Liberalismus, insbesondere des Linksliberalismus, verantwortlich war. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man, die Konsequenzen und die Lehren aus der Entwicklung, aus der Geschichte zu ziehen. 1948 wurde die FDP gegründet und mit ihr die seit 1866 da andauernde Spaltung des Liberalismus endlich überwunden. Bonn sollte nicht Weimar sein. Aber der Rückbezug auf die Weimarer Republik war nicht nur negativ, also ex negativo. Es gab personelle, programmatische Traditionslinien. In personeller Hinsicht ist natürlich hier an Theodor Heuss zu denken, Reichstagsabgeordneter in der Weimarer Republik und schließlich der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Stahlmann. Ich danke also für dieses konzise Referat. Also Sie haben das ganz großartig gemacht in dieser kurzen Zeit, also in 10 Minuten, diese Geschichte dieser Partei uns zu schildern, aber auch einen Ausblick zu geben auf die Zeit nach 1945. Dafür ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, es gibt jetzt tatsächlich viele Dinge, die wir miteinander diskutieren können. Frau Teuteberg, natürlich, das freut mich sehr. Und Herr Hacke, vielleicht können wir das sogar etwas so einteilen. Einmal so den historischen Blick, das haben Sie ja schon gemacht, Herr Stahlmann, und dann aber eben auch die Perspektive in die heutige Zeit. Wenn ich mal also unsere beiden Experten fragen kann, das ist ja alles, was Herr Stahlmann geschildert hat, ist ja tatsächlich eine die Logik des Misslingens, kann man sagen. Da ist nichts an, kein Lichtblick in dem, was wir gehört haben. Das ist im Grunde genommen wie eine griechische Tragödie. Man ahnt, wo es hinläuft, und es gibt eigentlich keine Chance des Herauskommens. Es ist die Unterschätzung des Nationalsozialismus, die natürlich alle Parteien betroffen hat, und auch das Personentableau, was Sie dargestellt haben, das ist eben auch gekennzeichnet durch diese Hoffnungslosigkeit, die dieser kleinen Partei dann eben auch gar keine Chance bietet. Vielleicht frage ich mal, wenn es Ihnen, Frau Deutenberg, recht ist, wenn ich Herrn Hacke, denjenigen, der sich da auch mit dem Liberalismus natürlich sehr, sehr stark beschäftigt hat, wie muss man das eigentlich, muss man das als eine Untergangsgeschichte sehen, diese deutsche Staatspartei, oder kann man da vielleicht nicht doch auch irgendetwas Positives für unser Staatswesen heraussaugen? Also ich habe manchmal das Gefühl, diese geringen Handlungsspielräume, die diese handelnden Personen damals hatten, die werden manchmal auch zu wenig gewürdigt. Und deswegen werden auch so Persönlichkeiten wie Theodor Heuss sind dann praktisch schon mit einem Makel behaftet. Aber vielleicht sehe ich das auch ganz falsch, Herr Hacke. Was meinen Sie? Ja, in der Tat geht es mir so wie Ihnen. Es ist doch sehr, sehr schwer, da also etwas Positives zu finden. Und wenn wir uns als geneigte Liberale erinnern wollen und irgendwie in die Vergangenheit uns wenden, dann wird einem hier doch die Freude gehörig vergällt, und man hat sich in der Tat mit Katastrophen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, darum können wir auch nicht
herumreden. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, wie viel in der Weimarer Republik passiert ist. Denn die Republikgründung, und das wurde auch eingangs gesagt, war ja eine liberale. Und die Erfolge der Weimarer Republik waren zunächst vor allen Dingen liberale. Und es waren liberale Verfassungsrechtler wie Hugo Preuß, die den Stempel aufdrückten auf die Weimarer Verfassung, aus dem einfachen Grund, dass die sogenannte bürgerliche Rechtswissenschaft natürlich besser vorbereitet war als die Sozialdemokratie, so eine Verfassung auszuarbeiten und dann auch zur Vollendung zu bringen. Und die DDP als linksliberale Partei hat großartig begonnen und hatte einen wunderbaren Appeal auch für Intellektuelle, wenn wir uns die Namen noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, die damals mitgemischt haben, die damals den neuen Aufbruch mitgestalten wollten, ob das Ernst Troeltsch war, Max Weber, Rathenau, wir reden von Moritz Julius Bonn, auf den ich immer gerne zurückkomme, ein ganz großer Liberaler. Also das sind alles Dinge, die uns auch mit Bewunderung und auch mit Interesse auf die Weimarer Republik schauen lassen. Aber dieser Wurmfortsatz der deutschen Staatspartei, ja auch nebenbei gesagt eine Kuriosität, dass sich Liberale zur Staatspartei erklären, was nur damit zu begründen ist, dass man eben in letzter Not sich noch für den Staat Weimarer Republik aussprach und das schon die politische Botschaft war. Aber ich kann mit Ihnen das historische Urteil ja teilen, dass es in der Tat schwierig ist, da irgendwo Honig aus dieser Zeit zu saugen. Und auch Theodor Heuss machte keine glückliche Figur. Und bei Theodor Heuss bin ich vielleicht etwas defensiver als Sie, aber da würde ich mich auf die spätere Diskussion freuen. Theodor Heuss ist ein Spätentwickler und war großartig nach 1945. Seine Weimarer Engagements, die machen einen nicht so richtig glücklich. Da war er doch eher ein Mann im Windschatten oder in der Kielwelle von anderen. Aber das vielleicht nur erste Wort dazu. Ich bin viel gespannter, was Frau Teuteberg, die eine andere Sicht haben wird, dazu zu sagen wird. Ja, Frau Teuteberg, das ist im Grunde eine Steilvorlage für Sie. Jemand, der also tatsächlich mit dem historischen und juristischen Blick auf diese Dinge schaut, aber auf der anderen Seite eben in der aktuellen liberalen Politik eben eine wichtige Rolle spielt. Also wie wirkt das auf Sie? Also dieser deprimierende Vortrag von Herrn Stahlmann, nicht weil er nicht gut war, sondern eben weil er nur Deprimierendes zu berichten hatte. Ist das eigentlich noch von Relevanz und wie schätzen Sie das ein mit dem Blick aus dem Jahr 2021? Ja, also für mich ist es auf jeden Fall von Relevanz. Ich bin eigentlich über das Interesse an Zeitgeschichte, an unserer jüngsten Geschichte, auch zum politischen Interesse gekommen. Und insofern interessiert mich das sehr. Und ich finde, man kann immer auch aus der Beschäftigung mit der Geschichte so einiges ziehen. Es ist natürlich wirklich keine leichte Geschichte, wo man sich leicht jetzt positive Beispiele suchen kann. Aber ich finde zum einen sehr wichtig zu sehen, es gibt manche Parallelen oder auch heutige Herausforderungen, aber doch auch große Unterschiede. Und da habe ich großen Respekt vor den handelnden Personen damals. Sie haben gerade angesprochen, geringe Handlungsspielräume. Also zum Beispiel die Lage im Land, die Diskussion war einfach nochmal ganz anders. Liberale Ideen standen noch auf ganz andere Art unter Druck als heute. Die wirtschaftlichen Nöte waren erheblich nicht vergleichbar mit heutigen Problemen, die wir im wirtschaftspolitischen Bereich haben. Die Massenarbeitslosigkeit, die Not vieler Menschen in dieser Zeit. Aber auch, wie wenig im Übrigen das Thema repräsentative Demokratie, Parteiensystem, vieles mehr, war ja sehr unter Druck. Allerdings finde ich, da ist auch heute noch einiges zu tun, weil so manche Topoi, manche Denkmuster haben sich da leider erhalten. Ich würde zum Beispiel ganz deutlich sagen, das fehlt mir heute auch oft, dass ohne Parteien kein moderner Staat zu machen ist. Und dass man auch ganz klar nochmal sehen muss, weshalb stehen eigentlich die Parteien bei uns im Grundgesetz. Das kommt ja auch aus Erfahrungen der Weimarer Republik.
also überhaupt ein positives Verhältnis zur Parteiendemokratie und zur repräsentativen Demokratie zu haben, das war ja damals gar nicht so selbstverständlich. Ich habe das eben auch in dem Aufruf, aus dem Herr Stahlmann zitiert hat, noch ein bisschen den Begriff Parteienverdruss oder einen ähnlichen sehr negativen Begriff gerade in Erinnerung. Und dieses Thema ist uns ja erhalten geblieben. Nach meinem Eindruck, ich habe das kürzlich auf andere Art mal in einem Interview angedeutet, ist überhaupt bei Bürgerlichen im Allgemeinen und denen, die man als bürgerliche Politiker bezeichnet, oft zu viel Distanz zu politischer Theorie und zu Ideologie überhaupt mal in einem positiven oder neutralen Sinne des Begriffes, dass man dazu steht, dass es nicht nur Pragmatismus und Common Sense braucht, sondern durchaus auch klare verschiedene Haltungen, für die bestimmte Parteien stehen. Das ist eigentlich eine unausgesprochene Prämisse unserer Demokratie, dass verschiedene vernünftige Menschen beim Betrachten derselben Realität zu unterschiedlichen politischen Schlussfolgerungen kommen. Und diese Prämisse, die ist vielen nicht so bewusst, und dann wird immer so gerne von gesundem Menschenverstand und Anstand und ähnlichen eher wenig politischen Kategorien gesprochen. Und ich finde, das tut unserer Demokratie oft nicht gut, Politik darauf zu reduzieren. Da wünsche ich mir auch von Liberalen im besten Sinne mehr Mut zur Ideologie, zu den Prämissen, zu den Werthaltungen zu stehen und auch zu der Geschichte, die hinter unserer Parteiorganisation steht. Ja, Frau Teutoberg, das sind, glaube ich, auch ganz, ganz wichtige Hinweise. Gerade auch diese Frage, die Sie aufgeworfen haben, also nach diesem, ja, wie gesagt, nach diesem Konsens, den wir in der Bundesrepublik immer haben, die Suche nach Konsens. Manchmal ist ja Streit gar nicht schlecht. Also diese Konsensdemokratie und diese Konsensbemühungen, das ist ja etwas Typisches, was sich in der Bundesrepublik entwickelt hat. Gerade sicherlich eben auch als Konsequenz auf diese Polarisierung. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, ja, dann, dass man sich eben auch vernünftig streitet, so wie in Großbritannien, wo es eben diese Debating Societies gibt, wo man also wirklich eben, wo man das sogar übt, ist das eben tatsächlich ganz wichtig. Ich will aber vielleicht auch das, auf was Sie nochmal gesagt haben, nochmal zurückgehen, vielleicht bevor wir in die Aktualität gehen. Sie haben meines Erachtens zu Recht darauf verwiesen, dass die Zeiten damals eben andere gewesen sind. Auch Herr Stahlmann hat diese, das muss man jetzt nicht nochmal wiederholen, Versailles, was ein Riesenproblem natürlich für die Deutschen gewesen ist. Die Hyperinflation, wo Stefan Zweig gesagt hat, das ist im Grunde, wenn man sich fragen möchte, warum Hitler diesen Aufstieg erlebt, dann muss man sich dieses Jahr 1923 anschauen. Die Wirtschaftskrise 1930, die natürlich eben auch die Liberalen besonders treffen musste. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Und dann, da würde ich auch nochmal Herrn Hacke fragen. Also Herr Stahlmann hat vorhin darauf hingewiesen, mit diesem Zitat von Theodor Heuss, der Staatssinn sei zerbröselt. Das ist ja etwas, was man möglicherweise, wenn man das nicht kontextualisiert, in manchen politischen und Feuilleton-Debatten auch heute hören könnte. Ja, der Staatssinn ist zerbröselt. Ja, das würden Sie sagen, sind das eben auch wieder doch so Parallelen, dass man sagt, ja, dann kommt diese Diskussion, Bonn ist nicht Weimar, doch auch wieder, oder Berlin ist nicht Weimar, kommt dann wieder hoch. Oder ist das doch eben, sind es nicht doch irgendwelche, ist es nicht möglicherweise doch eine Kategorienverschiebung und auch eine Verharmlosung dessen, was 1930 bis 1933 passiert ist? Also haben wir auch eben heute eine Zerbröselung des Staatssinnes? Also erstmal würde ich klar sagen, nein, wir haben natürlich keine Zerbröselung des Staatssinnes. Und ja, es wäre eine Verniedlichung Weimarer Zustände, wenn wir jetzt Parallelen hier einführen würden. Also da muss man das klar deutlich machen. Man muss aber auch deutlich machen, den Abstand, den wir gewonnen haben zu Ideologien von damals. Natürlich hat Frau Teutoberg in allem Recht. Man muss erkennbar streiten können und man darf auch, damals hätte man gesagt, weltanschaulich, ideologisch, man darf auch anders orientiert sein. Gleichwohl bewegen wir ja uns, also wenn wir den nächsten Wahlkampf voraussehen zwischen Grünen, Liberalen, Sozialdemokraten, den Unionsparteien und der Linken und der AfD, bewegen wir uns, abgesehen von der AfD, auf einem relativ breiten gemeinsamen Grund.
der zumindest das Grundgesetz in den wesentlichen Teilen ja affirmiert und nicht in Frage stellt. Das war natürlich damals eine ganz andere Lage. Und man muss auch sagen, dass der Liberalismus selbst natürlich in einem ganz anderen Zustand war. Wir hatten, also es wurde ja in dem Referat von Herrn Stahmann deutlich, wir hatten in der Deutschen Staatspartei Bestrebungen, die gegen den Parteienstaat waren, die sich eben nicht mit der parlamentarischen Demokratie anfreunden können. Und die Deutsche Staatspartei regierte ja auch nicht parlamentarisch. Das war ein Präsidialregime. Und insofern hatte sich hier schon sehr, sehr viel verändert. Ich möchte nicht davon reden, Herr Stahmann hat das dankbarerweise erwähnt, dass der Jungdeutsche Orden ja Antisemitismus nicht nur latent, sondern in seinen Statuten mit in diese Partei brachte. Das sind natürlich heute völlig undenkbare Zustände. Nur das relativiert natürlich jedes Verständnis von Liberalismus, das damals eben vorherrschte. Liberalismus viel eher als ein bürgerlicher Klassengedanke und ein Liberalismus, der eben noch nicht seinen Frieden mit der Demokratie und dem Parlamentarismus durchgängig geschlossen hatte. Und natürlich gab es Ausnahmen, jemand wie Stresemann, der Vernunftrepublikaner wurde und der seinen Weg in die Weimarer Republik gefunden hat. Aber viele Liberale wurden auch desillusioniert. Und wenn wir uns führende liberale Denker und Politiker ansehen, die also völlig desillusioniert von Führerdemokratie sprachen, dann ist das natürlich ein Misstrauensvotum gegen die parlamentarische Demokratie. Insofern können wir hier den großen Abstand immer ausmessen. Dann muss man natürlich auch sagen, dass viele Linksliberale, und Erkelenz ist erwähnt worden, eigentlich dann sich viel eher in der reformistischen Sozialdemokratie gesehen haben. Auch wenn das natürlich klassenmäßig, wie man damals gesagt hätte, noch ein großer Sprung war. Aber wenn man die Prinzipien des Parlamentarismus, wenn man demokratische Werte, sowas hätte man damals nie gesagt, die gab es gar nicht. Es gab Demokratie und vielleicht liberale Werte, aber wir sprechen ja heute von demokratischen Werten. Wenn man die hochhielt, dann konnte man eigentlich mit gutem Gewissen dieser Deutschen Staatspartei nicht länger wirklich Vertrauen zusprechen. Ich möchte noch mal kurz an Moritz Julius Bonn erinnern. Der wurde nämlich gefragt, ob er bei der Deutschen Staatspartei mitmachte. Bonn gehörte zu den Mitgründern der DDP und der dankte höflich und lehnte ab. Er war auch jüdischer Abstammung. Insofern ging das hatte er daran überhaupt kein Interesse. Und er war eigentlich, hatte große Distanz zu diesem parteipolitisch organisierten Restliberalismus. Das muss man auch sagen, obwohl Bonn mit Theodor Heuss zeitlebens befreundet blieb. Ja, Herr Hacke, es ist immer gut, wenn Sie da so ein bisschen Wasser in diesen Wein hineinschütten, derjenigen, die dann zumindest eben auch noch zumindest mit der DDP sympathisieren. Ich meine, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist vorhin schon angesprochen worden. Also wenn es eine Partei gab in der Weimarer Republik, die eben wirklich gegen den Antisemitismus gekämpft hat und gearbeitet hat, dann war das natürlich die DDP. Und deswegen wird man vielleicht auch da sagen müssen, umso tragischer waren diese Koalitionsvereinbarungen, Jungdeutscher Orden, die natürlich dazu geführt haben, dass also diese Deutsche Staatspartei dann noch weniger glaubwürdig war, als es die DDP, die eben auch schon im Niedergang war, überhaupt gewesen war. Vielleicht trotzdem da nochmal, trotz dieser ganzen Defizite, in die auch jemand wie Theodor Heuss geworfen wurde. Das war ja alles eben auch ein Prozess. Herr Stahlmann hat eben auch gesagt, ganz richtigerweise, Heuss wollte eigentlich bei dem Ermächtigungsgesetz gar nicht mitmachen, hat sich dann der Parteidisziplin gebeugt. Wenn man so eine Person sieht, ich muss sagen, ich habe da auch für diese Zeit des Jahres 33 große, doch eben also ein
eine Sympathie. Ich meine, er ist derjenige gewesen, der dann ein Glücksfall für die Bundesrepublik natürlich geworden ist als Bundespräsident. Da wäre aber jetzt meine Frage an Frau Teuteberg. Ich denke manchmal, wenn man sich dieses heutige Theodor Heuss-Bild anschaut, die Menschen nach 1945, das ist meine steile These, die haben noch viel eher verstanden, in welcher Zwickmühle Heuss 1933 gesteckt hatte. Ich glaube, jemand wie Theodor Heuss mit diesem Ermächtigungsgesetz, wenn der heute sich irgendwie zur Wahl stellen würde, der würde niedergemacht. Ich glaube, der hätte gar keine Chance irgendwie, er würde in der Öffentlichkeit hätte er keine Chance. Und ich denke, manchmal auch die FDP heute tut sich sehr, sehr schwer mit diesem politischen Erbe. Es gibt ja das Theodor-Heuss-Haus, Thomas Hertfelder als Chef, der muss eben aus politischen Gründen, muss der natürlich eben auch einen gewissen Abstand halten. Aber die FDP, eigentlich ist die FDP eine Theodor-Heuss-Partei und das wird meines Erachtens nicht genügend wahrgenommen. Allein die Tatsache, dass also die FDP-Bundesgeschäftsstelle eben umbenannt worden ist, also und wie gesagt, das heißt jetzt nicht mehr Thomas-Dehler-Haus, also ein weiterer dieser starken Persönlichkeiten jener Jahre. Jetzt heißt es Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr schlau, das so zu machen. Aber gibt man damit nicht eben auch so etwas, dieses liberale Erbe dieser zwiespältigen Zeit eben auch auf? Das gehört meines Erachtens auch mit dazu, Frau Teuteberg. Oder man kann es ja jetzt nicht wieder umbenennen, oder? Was meinen Sie? Ja, also zum einen, was die Notwendigkeit, liberale Traditionen zu pflegen und auch sich dessen zu erinnern, da bin ich ganz bei Ihnen. Das finde ich sehr wichtig, würde allerdings gerade die Umbenennung der Parteizentrale da gar nicht in dieser Hinsicht überbewerten, weil ich denke, das hat schon auch damit zu tun, dass das einfach die Verdienste von Hans-Dietrich Genscher um die deutsche Einheit und so ein aktueller Bezug auch ihre Berechtigung haben. Und es hieß ja auch vorher Thomas-Dehler-Haus, nicht Theodor-Heuss-Haus. Aber ich finde ganz wichtig, sich genau an die Geschichte zu erinnern. Manchmal habe ich eher den Eindruck, es wurde zumindest vom politischen Gegner oder manchen in der öffentlichen Debatte uns eher auch nicht besonders positiv kommentiert, wenn wir uns jetzt sehr viel ostentativer auf Theodor Heuss berufen würden. Aber ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Sowohl, was Sie gerade ansprechen, die Frage, in welchen Dilemmata, in welchen Zwickmühlen und Zwängen standen Menschen damals in diesen Situationen. Ich fände übrigens auch gut, und das ist jetzt nicht nur eine Frage des Geschlechts, wenn wir auch an Menschen wie Marie-Elisabeth Lüders und manche andere mehr erinnern würden, also die Frauen auch der Bonner Republik, wovon viele aus den frühen Jahren ja schon in der Weimarer Republik politisch aktiv waren, sind auch sehr unterbelichtet in unserem öffentlichen Gedächtnis und in der Geschichtsschreibung. Insofern gibt es da einiges zu tun, aber ich finde es wirklich sehr wichtig, genau sich mit den Zwängen und den besonderen auch Situationen, in denen handelnde Personen da waren, auseinanderzusetzen. Und das geht für mich auch beides sehr gut zusammen, sich mit Theodor Heuss auseinanderzusetzen, großen Respekt vor seinen auch späteren Leistungen als Bundespräsident zu haben. Und zugleich zum Beispiel übrigens auch als Freidemokratin hab ich mich mit Otto Welz beschäftigt und wiederum damit, warum möglicherweise auch manche Sozialdemokraten in dieser Situation das klarer gesehen haben und zu anderen Schlussfolgerungen kamen. Und ich glaube, wenn wir das mit Sorgfalt und einer gewissen Demut, dass wir nicht selbst in der Situation waren und sie trotzdem analysieren sollten und unsere Schlüsse daraus ziehen sollten, kann das nur gut und richtig sein, sich damit zu beschäftigen. Übrigens jemand anders, wo ich es auch wichtig finde, ist Arno Esch. Da jährt sich demnächst der 70. Jahrestag der Hinrichtung in Moskau, einer der jungen Liberalen in der direkten Nachkriegszeit. Da gibt es viel zu entdecken für Liberale in dieser Geschichte. Ja, vielen Dank. Also der Hinweis auf Frau Lüders ist natürlich auch ganz wichtig und überhaupt Ihr Appell, sich eben mit diesen Persönlichkeiten und denen zu beschäftigen, das alles noch einmal nachzulesen. Otto Welz, natürlich jetzt kein Liberaler in dem Sinn, obwohl er natürlich irgendwie das liberale Denken irgendwie auch mit inkorporiert. Das ist natürlich tatsächlich etwas, wo man heute, ich sehe das bei den Studenten, ja, wenn dort Texte von Otto Welz gelesen werden, dann hat man geradezu Tränen in den Augen, ja, gerade eben im die entscheidenden Reden im Reichstag. Also insofern ist das, glaube ich, ganz gut, vielleicht eben auch heute zu sehen, was sich in dieser heutigen Zeit dann eben doch auch so entscheidend
unterscheidet von dem, was 1930 war. Also heute ist ja irgendwie in aller Munde, da würde ich jetzt auch Herrn Hacke noch einmal fragen, wie gesagt, die Krise der Demokratie, das wird ja rauf und runter dekliniert, sinkende Wahlbeteiligung, Mitgliederschwund bei den Parteien, Vertrauensverlust der Institutionen. Ich glaube auch, diese ganzen Dinge wie Cancel Culture, wo man eben auch sagt, dass da eben Meinungsfreiheit nicht mehr da ist, der geradezu ein Zwang zum Konformismus, da bin ich also ganz bei Frau Teuteberg, dann eben sowas wie der Wunsch nach Schweizer Verhältnissen, ja, also wir brauchen mehr plebiszitäre Elemente, was also so gesagt wird, Volksentscheide sind besser als repräsentative Demokratie. Das sind ja alles so Dinge, die irgendwie erzählt werden. Macht das eigentlich nicht unsere Demokratie viel schlechter, als sie ist? Ich weiß nicht, Herr Hacke, wie Sie das sehen. Ich würde sagen, man kann auch da könnte etwas optimistischer sein. Ja, ich glaube, natürlich haben wir in den letzten Jahren also viel zu viel große Koalitionen gehabt, die mittlerweile ja gar keine große Koalition mehr ist und vielleicht auch gar keine mehr werden könnte. Aber eigentlich haben wir doch einen sehr interessanten und spannenden Wahlkampf vor uns, in dem eben vieles möglich ist. Und ich glaube auch, dass das die Demokratie wieder dynamisiert. Also es werden sich hoffentlich Alternativen aufzeigen. Und es gibt, und die Wahl ist hoffentlich nicht so, dass Herr Laschet im Schlafwagen ins Kanzleramt fährt. Und insofern immer da, wo es was zu entscheiden gibt und wo es auch wirkliche Alternativen gibt und wo Demokratie lebendig wird, da verlieren auch die Ränder. Und das wäre eben die Hoffnung, dass das in diesem Sommer sich auch wieder durchsetzen kann. Und man muss auch sagen, und da teile ich Ihren Optimismus, Herr Scholtisek, dass bei allem, was man sich besser vorstellen kann, was im Pandemie-Management dann nicht so gut geklappt hat, immerhin ist es eine Demokratie gewesen, die den Bürgern nichts befehlen kann, die auf bürgerliche Mitarbeit, also auf viel Vernunft unter den Bürgern hat und Bürgerinnen und Bürgern hat setzen können und die doch relativ erfolgreich durch diese Krise gekommen sind. Das ist nicht das Verdienst einer bestimmten Partei oder der Regierung, sondern eigentlich von Kooperation, von gemeinsamen Vereinbarungen und auch dem Verzicht auf Polemik und auf die, ja, und einfach die Konzentration auf politische Alternativen. Und dafür ist Demokratie doch ein Werkzeug, was eben nicht nur aus hehren Werten besteht, sondern was Wettbewerb um Ideen ermöglicht und was für Krisen dann immer gut geeignet ist. Außerdem muss man sagen, die Demokratie ist eigentlich immer in Krisen. Das ist ihr Zustand. Sie braucht Opposition und jeder Opposition ist daran gelegen zu zeigen, dass sie es besser kann, also eine Krise in gewisser Weise herbeizureden. Autokratien, wenn die in die Krise geraten, dann sind sie schon vorbei. Insofern wirken die immer stabil. Aber ich glaube, dass wir dieses Krisengerede etwas abdimmen müssen und eigentlich vielleicht auch aus diesen letzten, aus diesen letzten anderthalb Jahren dann auch etwas gestärkter hervorgehen können. Und der Weimar-Vergleich ist jetzt wahrscheinlich überstreckt, obwohl es interessant ist, nicht so sehr Anfang der 30er Jahre, aber eher Mitte der 20er Jahre, als die erste Erfahrung mit Mussolini da war, als man Mitte der 20er Jahre auf Lenin und Mussolini blickte und sagte, hier passiert was ganz Neues. Wir haben jahrelang für die Demokratie gekämpft und auf einmal werden wir von dynamischen Massenmobilisierungsparteien überholt, die das gar nicht mehr wollen, wofür wir gekämpft haben. Und da schrieb dann eben Moritz Julius Bonn sein Buch über die Krise der europäischen Demokratie und zeigte eigentlich, dass das was Vergleichbares ist. Und wir reden ja heute auch nicht über die Krise der deutschen Demokratie, sondern wir werden schauen, wie sich die Dinge entwickeln, auch in Frankreich, vor allen Dingen in England. Und Frau Teuteburg,
Frau Teuteberg hat ja vorhin ganz richtig darauf hingewiesen, der Wert der Parteien und die Würdigung der Parteien als Integrationsfaktoren und als Motoren, sich immer wieder zu erneuern, immer wieder ihre Basis zu finden. Denn eine Parteibasis ist ja nichts Festes. Das ist ja nicht wie ein Kegelclub, in den man eintritt und dann bis zum Lebensende dabei bleibt. Diese Parteien, die müssen sich wandeln, sie wandeln sich auch schon. Und man kann ja doch ganz erstaunt sein und auch dankbar sein, dass das in Deutschland einigermaßen gelingt. Wenn wir nach Frankreich schauen, sehen wir, wie gefährlich es ist, wenn man zu sehr auf Personen setzt, wenn sich ein System zu sehr personalisiert. Und ich bin dankbar, dass wir keine Kanzlerkandidatinnen oder Kandidaten haben, die sich als große Charismatiker aufspielen. Denn Demokratie ist in Deutschland immer erfreulich normal geblieben. Also die Kanzlerinnen und Kanzler, die wir hatten, sind eben nicht auf den Eliteschulen gewesen. Die haben relativ normale Lebensläufe, die kommen aus der Gesellschaft. Und insofern ist die deutsche Politik, viele beklagen sich immer über Durchschnittlichkeit, aber Demokratie ist erfreulicher Durchschnitt. Und das macht auch die Bürgernähe aus. Jetzt merke ich, jetzt werde ich fast viel zu optimistisch, aber ich würde gerne auch daran erinnern wollen, dass darin verschiedene Werte sind. Und wenn wir nach Weimar gucken, da hat natürlich die Rechte und auch die Rechtsliberalen haben auf das Personal eingedroschen. Ob das nun Friedrich Ebert in Badehose war oder die ganzen durchschnittlichen Verbändevertreter. Das fand man alles grauenhaft und man wünschte sich eigentlich die Erlösung durch den großen Charismatiker. Ja, vielen Dank. Ja, Frau Teuteberg, jetzt kommt die Frau der Praxis. Also die FDP hat ja im Augenblick einen ganz guten Lauf, das muss man sagen, aus verschiedenen Gründen. Also wollen Sie vielleicht auch diesen Optimismus nutzen, um eben liberale Werte dann eben wiederum in den Vordergrund zu stellen? Und auf welche Weise machen Sie das? Und was sagen Ihre Kolleginnen und Kollegen? Also wir reden ja hier fast so ein bisschen jetzt im Elfenbeinturm. Vielleicht sehen wir das irgendwie ganz viel zu naiv. Und dann würde mich aber auch Herr Stahlmann noch interessieren, ob er auch so optimistisch ist als jemand, der sich natürlich historisch mit der so gut wie sonst niemand eben mit der Staatspartei auskennt. Also kann man da auch, also würden Sie, Herr Stahlmann, vielleicht danach dann etwas dazu sagen, ob dieser Optimismus, der jetzt ja doch irgendwie in der Diskussion zum Ausdruck kommt, ob der berechtigt ist oder ob Sie auch lieber ein Stoppzeichen setzen. Aber Frau Teuteberg zunächst. Ja, also aus einem guten Lauf muss man natürlich auch was machen. Und auf jeden Fall teile ich diese Wertschätzung, die Herr Hacke gerade ausgedrückt hat, für das Funktionieren unserer Demokratie, für sehr sinnvolle Institutionen und eine politische Kultur, die wir haben. Mir ist auch nochmal sehr wichtig, was mir seit langem auffällt, das passt dazu, dass er ansprach, dass Liberalismus eher so als bürgerlicher Klassengedanke gesehen wurde. Das ist eben unvollständiges Verständnis von Liberalismus, finde ich. Und was mir da wichtig ist, es ist ja kein Zufall, dass Max Weber zum Beispiel seinen berühmten Vortrag Politik als Beruf zu Beginn der Zeit der Weimarer Republik gehalten hat, in dem Revolutionswinter 1918, 1919 vor Studenten. Mir fällt bis heute auf, das ist noch nicht so Mainstream und Konsens in Deutschland, dass eben auch oft unter Bürgerlichen sozusagen Politik als Beruf in Frage gestellt wird. Und das ist was ich eigentlich sehr wichtig finde, das auch als eine liberale Errungenschaft zu verteidigen. Es ist Teil der Republik, Teil des Selbstverständnisses, dass Politik zumindest ab einer bestimmten Ebene, in der Regel ab der Landesebene bei uns, auch hauptberuflich ausgeübt wird und dass das unabhängig von adliger Herkunft oder geerbtem Vermögen sein muss, dass Menschen bei uns die Chance haben, nach demokratischer Wahl die Geschicke ihres Landes zu bestimmen als Abgeordnete im Parlament. Das ist durchaus eine Errungenschaft, das wird oft so als selbstverständlich genommen. Und deshalb finde ich auch mal sehr wichtig zu unterscheiden zwischen der notwendigen und legitimen Kritik an der Mandats- und Amtsausübung von politischen Amts- und Mandatsträgern in unserer Demokratie einerseits. Aber ich finde, wir müssen viel stärker entgegentreten einer generellen Verachtung von Politik und es als etwas Ehrenrühriges darzustellen.
dass Politik ab einer bestimmten Ebene eben auch als Beruf ausgeübt wird. Das ist einfach notwendig in der modernen Massendemokratie und ist im Grundsatz eine Errungenschaft. Und ich erlebe im Moment übrigens auch in der Praxis einfach genau, dass dieses Verständnis dafür zu wenig vorhanden ist. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel dafür, was jetzt unter Corona-Bedingungen noch problematischer ist für die Praxis von Parteien. Viele öffentliche Räume, viele kommunale öffentliche Räume sind in unserem Land so gewidmet, dass sie nicht an Parteien vermietet werden. Und zwar aus der vermeintlich guten Absicht heraus, nicht an bestimmte Parteien vermieten zu wollen. Und dann werden Stadtteilen, Schulaulen, Sporthallen und anderes so gewidmet, dass sie nicht an Parteien vermietet werden. Das macht es zum Teil extrem schwer, noch der Pflicht nachzukommen, die entsprechenden Versammlungen durchzuführen, weil Parteien natürlich keine kommerziellen Veranstaltungen machen. Sie brauchen öffentliche Räume, die sie mieten können, um ihre Parteitage abzuhalten. Und die Kreisverbände und auch übrigens so manche Landesverbände sind nicht so mit Geld gesegnet, dass sie die teuersten Tagungshotels dafür nehmen können. Es ist nur so ein Beispiel dafür, wie sehr das Verständnis für die Rolle von Parteien in unserer Demokratie gar nicht so selbstverständlich ist und selbst bei Vertretern der öffentlichen Hand und der Staatsgewalt zum Teil unterausgeprägt ist, um es freundlich auszudrücken. Und das ist einfach mal ein praktisches Beispiel dafür. Ich denke, wir sind herausgefordert. Churchill hat mal gesagt, never waste a good crisis. Das müssen wir auch mit der Corona-Krise zum Beispiel tun und sie eben nicht denen überlassen, die politischen Schlussfolgerungen daraus, die daraus eher illiberale Schlussfolgerungen ziehen wollen, sondern wir müssen das nutzen, um zum Beispiel unser Verständnis von einem modernen Staat darzulegen. Warum wir den Staat eben nicht wie andere ausdehnen wollen, aber wir sind auch keine Feinde des Staates, sondern wir haben ein Verständnis von einem Staat, der bestimmte Aufgaben hat oder wie Humboldt mal sagte, er hat bestimmte Grenzen der Wirksamkeit, aber er hat auch eine Wirksamkeit und er hat berechtigte Aufgaben. Wir müssen als Liberale klar machen, was sind die Aufgaben des Staates, was sind eher die Aufgaben von privater Initiative und Unternehmertum. Und das sollten wir auch beherzt angehen und mit Mut zur Unterscheidung vor allem auch zu anderen politischen Kräften. Ja, danke, Frau Deuteberg. Wir werden da auf einige Dinge nochmal zurückkommen. Herr Stahlmann, wenn Sie noch das... Wie sehen Sie diese... Sie haben jetzt interessiert diese Debatte verfolgt. Was sagen Sie dazu? Ja, was das Funktionieren der Demokratie angeht, teile ich den Optimismus. Man verweist immer sehr gerne auf den Rückgang der Wahlbeteiligung, auf den Mitgliederschwund der Parteien oder das Auftreten der radikalen, extremen Parteien, jetzt auch die AfD. Aber wir tun gut daran, auch über unseren Tellerrand, also über unsere Grenzen mal hinweg zu schauen. Im europäischen Vergleich stehen wir immer noch sehr gut da. Erstens, was die Wahlbeteiligung angeht, sind wir immer noch im europäischen Vergleich Spitze. Und was die radikalen Parteien angeht, sind letztlich die doch teilweise wirklich harmlos im Vergleich zu dem, was wir in anderen Ländern, in Frankreich oder so, finden. Dass Weimar scheiterte, ging natürlich mit der Ausnahmezeit der 20er Jahre zusammen, als viele Probleme zusammentrafen und zudem auch autoritäre Vorstellungen sicherlich nachwirken. Aber was das Funktionieren der Demokratie, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, angeht, bin ich nach wie vor optimistisch, auch wenn das Parteiensystem, auch wenn die Gesellschaft sich wandelt. Ja, vielen Dank. Ich würde dann, damit das jetzt nicht zu harmonisch wird, würde ich dann trotzdem auch nochmal an Frau Deuteberg und Herrn Hacke irgendwie eine Frage stellen. Also wie gesagt, ich bin auch ganz optimistisch, aber das wäre jetzt wirklich mal, das würde mich interessieren. Ich glaube, ich sehe das so selber in meinem Freundeskreis, das spielt eben tatsächlich auch so eine gewisse Rolle, wo man das Gefühl hat, die liberalen Ideen geraten in Gefahr. Das sind tatsächlich so bestimmte Denkverbote. Ja, also ich sehe das selbst an der Universität. Ich bin ja Universitätsprofessor. Ich bin unkündbar. Ich bin Beamter. Ich bin in einer absolut privilegierten Position. Und trotzdem überlege ich mir sehr, sehr genau, was ich sage, wann ich etwas sage, in Vorlesungen. Das habe ich vor 10 Jahren noch nicht machen müssen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier für diese Veranstaltung die Genehmigung gegeben, dass das aufgezeichnet wird und so weiter und so fort. Ich mache das normalerweise nicht. Ja, das hätte ich vor 10 Jahren wäre ich noch gar nicht auf die Idee gekommen. Irgendein
falsches Wort, gerade eben, sagen wir so, Nationalsozialismus, wenn man da irgendwie sich verplappert oder irgendetwas mal sagt, was man normalerweise in einer demokratischen Gesellschaft sagen dürfte, da passe ich auf. Ja? Und ich weiß, dass eben, ich bin eben abgesichert. Es gibt aber auch Menschen, die sind das nicht. Ja? Und ich weiß gar nicht, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit von der deutschen Staatspartei weg, aber wie gesagt, das ist auch meines Erachtens gehört zur Gefährdung der Demokratie. Ich weiß nicht, Herr Hacke, Ihnen passiert das nicht oder Sie sind da so ganz souverän oder sehen Sie das auch so? Und dann würde ich mich natürlich interessieren, was jemand wie Sie, Frau Teuteberg, die in der Politik ist, kann man so Menschen wie mir diese Sorgen vor einer illiberalen Demokratie nehmen oder muss man das akzeptieren? Also Herr Scholtisek, bei Ihnen hätte ich da gar keine Sorgen. Bei Ihrem diplomatischen Geschick und Ihrer Verbindlichkeit, glaube ich, kann Ihnen da gar nichts passieren. Ja, ich weiß es nicht. Natürlich gibt es einen Trend und der ist wahrscheinlich in den angelsächsischen Universitätskulturen oder besonders in den USA noch viel stärker als bei uns. Und dieser Trend macht Sorge, weil wir auch Vielfalt in den Meinungen brauchen. Gleichwohl würde ich immer noch darauf pochen, dass man hier in diesem Land immer noch alles sagen kann, was man sagen möchte. Und es gibt manche Dinge, die sollte man eben auch nicht sagen. Und da finde ich auch, die gehören auch sozusagen auf den Index. Das wird immer neu ausverhandelt. Also ich sehe das noch nicht so dramatisch, auch an den deutschen Universitäten. Ich glaube, das ist noch nicht der entscheidende Punkt. Aber ich denke, dass hierfür vor allen Dingen auch oder dass vor allen Dingen die historische Sensibilität ein wichtiges Mittel ist, uns nochmal die ganze Spannbreite von Meinungen und auch von Gefahren, die es gibt, sich das auch alles nochmal vor Augen zu halten. Und ich glaube, das ist ganz zentral, denn wir haben es ja täglich mit geschichtspolitischen Themen zu tun. Russland-Versteher sollten sich genau anhören, was Herr Putin zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion sagt und wie er das mit der Lage in der Ukraine vergleicht. Das ist natürlich Geschichtspolitik. Und diese Fragen sind wichtig und wir messen damit immer aus, was sozusagen in Meinungskorridoren passiert. Und ich will vielleicht auch noch mal was sagen, weil wir vorhin länger darüber gesprochen haben, über die Rolle von geschichtspolitischen Benennungen, auch was die FDP tut. Ich würde sagen, die FDP hat recht, wenn sie ihre Geschäftsstelle nach Hans-Dietrich Genscher benennt. Nach wem denn sonst? Das ist sozusagen der personifizierte Mr. Bundesrepublik. Und es wird schwierig genug, in 20 Jahren an Hans-Dietrich Genscher zu erinnern. Ich habe mal irgendwie einen Artikel für die FAS geschrieben und fing da mit Theodor Heuss an. Da sagte mir der Redakteur, hören Sie auf mit Heuss, den kennt keiner mehr. Da ist unsere Leserschaft schon draußen. Und wenn das bei der FAS schon passiert, dann weiß man ja, welchen Erinnerungsaufwand wir bewerkstelligen müssen. Und Herr Scholtisek, Sie wissen es ja selber, die Geschichtswissenschaft ist im Moment keine Modewissenschaft. Also es ist nicht mehr so wie in den 80ern, dass wir permanent geschichtspolitische Debatten haben oder in den 90ern. Das ist am Ausrinnen. Insofern muss natürlich einiges getan werden. Und dann würde ich sagen, bei allem Respekt für Thomas Dehler, selbst wir beide könnten jetzt nicht genau sagen, wofür Thomas Dehler nun genau steht, außer dass er ziemlich lange Jahre bei der FDP Anführer war. Da ist Genscher doch die bessere Wahl. Und was Theodor Heuss angeht, Theodor Heuss hat natürlich der FDP das größte Ei ins Nest gelegt, indem er seinen Hero Friedrich Naumann zum Namenspatron gemacht hat. Weil an Naumann zu erinnern, das erfordert so viel geschichtspolitischen Aufwand, der heute fast gar nicht mehr zu leisten ist. Also insofern mein Dank, dass es Hans-Dietrich Genscher geworden ist. Ja, danke für dieses klare Plädoyer, Frau Teuteberg. Und dann öffnen wir die Debatte, dann übergebe ich an Herrn Olenik. Ja. Ja, Sie sprechen da ein wichtiges Thema an mit dieser Frage Meinungsfreiheit, Cancel Culture und so. Und da ist mir sehr wichtig, das, was eigentlich in Sonntagsreden immer so gern eingefordert wird, aber mir zu kurz kommt in vielen unserer aktuellen Debatten, zu differenzieren wirklich. Einerseits ist mir ganz wichtig, diejenigen, die mit Blick auf unsere heutige Situation ernsthaft den Begriff Diktatur benutzen, die mögen die Kirche im Dorf lassen. Das ist mir auch, ich habe als Kind noch die DDR erlebt, das passt überhaupt nicht und ist zurückzuweisen einerseits.
Und andererseits ist mir als Freie Demokratin auch sehr wichtig, mal darüber zu sprechen und sagt das aus, gibt vielfältige Gefährdungen der Freiheit. Und nur weil wir keine in keiner Weise vergleichbare Zensur oder ähnliches staatlicherseits haben, gibt es auch unter demokratischen Verhältnissen, die wir zweifelsohne haben, illiberales Verhalten einzelner Personen oder Gruppen. Und das geht dann nicht vom Staat aus, der ist zweifelsohne demokratisch und liberal verfasst, aber es gibt trotzdem einen gewissen Konformitätsdruck und das zu thematisieren, ist auch Aufgabe von Liberalen. Und gleichzeitig ist sehr scharf zu unterscheiden von tatsächlichen Diktaturen oder autoritären Verhältnissen. Das ist ein großer Unterschied. Aber es gibt auch Gefährdungen der Freiheit, die von Privaten ausgehen. Das ist übrigens im wirtschaftlichen Bereich ist das Allgemeingut. Ich sage nur Freiburger Thesen und Karl-Hermann Flach und auch überhaupt die Idee des Ordoliberalismus schon davor auch, dass auch wirtschaftliche, private Machtkonzentration eine Gefährdung der Freiheit sein kann. Und das gilt auch sozusagen auf dem Markt der Meinungen. Auch da kann es eine Art von Macht geben, die nicht gut ist für den Diskurs und die schädliche Wirkung hat. Was mir daran auffällt bei aktuellen Debatten ist, dass doch auch zum liberalen Menschenbild gehört, dass jeder für sich, für sein Handeln, also auch für seine Wortwahl Verantwortung trägt, aber eben auch nur für das, was man selbst sagt. Und was wir oft erleben, sind inzwischen, dass die Frage, wer einem Beifall klatscht, oder wer irgendwo einen Tweet geliked hat, dass das schon sehr mittelbare Verbindungen sind. Oder die Frage, wo gibt es Überschneidungen oder Beifall, den man sich gar nicht wünscht auch. Und das kann nicht das Kriterium sein. In einer aufgeklärten Gesellschaft muss die Qualität der Argumente ausschlaggebend sein und nicht die Position des Sprechers oder auch wer ihm ungewollt Beifall zollt. Und ich finde, darauf sollten wir wieder stärker zurückkommen, dass wir jeden und jede an den tatsächlichen Argumenten und den Formulierungen, die man selbst wählt, misst und uns darauf in der Debatte konzentrieren und nicht Zuschreibungen machen, denn das nützt den Extremen. Das ist meine Erfahrung zum Beispiel aus vielen umstrittenen innenpolitischen Debatten. Wer Themen oder Thesen schon deshalb ausschließt aus der Debatte, weil er sie tatsächlich oder vermeintlich auch bei der AfD verortet, der gibt ihr eine ungeheure Deutungsmacht. Also Demokraten müssen für sich selbst nach ihrem Kompass entscheiden, welche Themen sind wichtig und was sind unsere Lösungsvorschläge dazu. Und da ist es weder wichtig noch irrelevant, was die AfD dazu sagt, aber wir müssen nach eigenem Kompass entscheiden. Und wenn wir bestimmte Themen der AfD überlassen, dann wäre das genauso falsch, wie uns von ihr Themen diktieren zu lassen. Sondern wir müssen selbst die Agenda setzen. Und das passiert mir zu wenig, zu unsouverän. Und da müssen wir aufpassen, dass es nicht auch in der liberalen Demokratie einen Konformitätsdruck durch einzelne Gruppen gibt. Ja, vielen Dank, Frau Deuteberg. Ich glaube, da sind wir uns. Ich habe jetzt so ab und zu mal das Nicken gesehen hier bei denen, die mit auf dem Podium sitzen. Ich glaube, da sind wir alle ganz d'accord. Und Herr Olenik, Sie sind jetzt der Meister des Geschehens und es gibt wahrscheinlich Fragen oder Kommentare. Genau, es gibt einen Kommentar und zwar zu dem Thema, was Sie ja losgetreten haben mit Ihrer letzten Frage, Herr Scholtisek. Und zwar unser Zuhörer Siegfried Herzog, der verweist nochmal darauf, dass das Meinungsklima in der Spätphase der Weimarer Republik ja doch noch um einiges intensiver vergiftet war als heutzutage und führt an, dass demokratische Versammlungen mit Saalschutz auch bewacht werden mussten. Das sind ja Dinge letzten Endes, von denen wir noch weit entfernt sind. Und als zweiten Punkt führt er auch noch an, die Kolleggelder, die damals an den Universitäten für die Professoren ja relevant waren für ihre Einnahme, die konnten durch Boykott damals natürlich auch noch ganz anders getroffen werden, also die Professoren als heute. Also da plädiert er dafür, diesen Weimar-Vergleich nicht zu weit zu treiben. Das wollte ich zu dem Kommentar sagen. Ja, sonst möchte ich sagen, generell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzen Sie bitte die Gelegenheit noch, wenn Sie Fragen haben oder Kommentare haben, diese in die Frage- und Antwortbox zu schreiben. Die Veranstaltung geht ja noch ein bisschen. Ich würde sonst gerne mit einer eigenen Frage beginnen, beziehungsweise mit zwei Fragen beginnen. Und zum einen
Einmal so ein bisschen, wir haben die Traditionslinie der Deutschen Staatspartei in die Bundesrepublik ja personell schon beleuchtet. Da die Frage an vielleicht Herrn Stahlmann, aber auch gern an Frau Teuteberg oder Herrn Hacke, wie sieht das eigentlich in der DDR aus? Die LDP hatte mit Wilhelm Kühls ja auch einen berühmten Staatsparteiler als ersten Vorsitzenden und hat ja nach dessen frühen Tod, ist sie natürlich gezwungen worden in diese Blocktradition. Ob da vielleicht dann auch so ein wenig dieser stärkere Staatsbezug, der sich in der Weimarer Republik ausgebildet hat, vielleicht hilfreich gewesen ist. Und dann eine zweite Frage von mir, etwas tagespolitischer. Der Begriff Heimatlosigkeit ist in Bezug auf die Deutsche Staatspartei oder den politischen Liberalismus in den 1930er Jahren oder in den frühen 1930er Jahren gefallen. Die FDP hatte diesen in ihrer jüngeren Vergangenheit ja auch diesen Moment gehabt, als sie aus dem Bundestag ausgeschieden ist. Da würde mich interessieren, vielleicht die Frage an Sie, Frau Teuteberg, oder auch an Herrn Hacke, wie gelingt es, dann wieder Heimat zu geben? Der Deutschen Staatspartei ist es ja nicht gelungen. Der FDP, wenn man das Wahlergebnis sich anschaut, 2017 und auch die derzeitigen Umfragewerte, ja dann doch auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Also wenn Sie dazu noch was sagen können. So, Herr Stahlmann, Sie können gerne... Ja, ich fange... An, ja, was Kühls angeht, mag es sicherlich so sein, dass hier die Staatsbezogenheit eine Rolle gespielt hat. Ich möchte auch an einen anderen Linksliberalen erinnern, an Nuschke, der dann auch in der DDR eine wichtige Rolle gespielt hat. Man versuchte eben auch die Lehren aus jener Zeit zu ziehen und viele rückten dann eben weiter nach links und arrangierten sich eben auch mit der DDR. Und hier mag sicherlich auch die Staatsorientierung, die mit einer Rolle gespielt haben oder auch mitgeholfen haben, hier sich zu arrangieren. Ja. Achso, ja genau, ich ergreife einfach nochmal das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Stahlmann. Ja, zu meiner zweiten Frage würde ich dann direkt überleiten. Herr Hacke, Frau Teuteberg, wie sind da Ihre Einschätzungen zur Heimatlosigkeit? Jetzt insbesondere zum Thema Ostdeutschland und also, gerne, ja, gerne auch gesamtdeutsch, also ja, nach 30 Jahren. Ja, also so, ich finde bei dem Thema LDP und Blockparteien wiederum insgesamt nochmal sehr wichtig, immer zu differenzieren. Denn das wird übrigens von linker politischer Seite in der Gegenwart gerne anders dargestellt, aus bestimmten Gründen. Bei den Sozialdemokraten wundert es mich, weil sie damit ihre eigene Geschichte klein machen, finde ich ein Stück weit. Dass natürlich dass die Liberalen und auch die Christdemokraten sich erstmal frei gegründet haben nach dem Krieg und dann trotzdem in dieses Blockparteiensystem sozusagen durch Unterdrückung dann gleichgeschaltet wurden und es wurden ja dann zwei zusätzliche Konkurrenzparteien auf Initiative der sowjetischen Besatzungsmacht und der SED gegründet, nämlich die Bauernpartei und die Nationaldemokratische Partei. Aber sie waren eben ursprünglich frei gegründet, durchaus in der Tradition auch der Vorläuferparteien der Weimarer Republik. Und Arno Esch, der vor 70 Jahren dann zu Tode gekommen ist in Moskau, war einer von denen, die sich dieser Gleichschaltung widersetzt haben, deshalb verhaftet wurde und 1951 getötet in Moskau, die das nicht mitgemacht haben, jetzt sozusagen unter neuer politischer, anderer Stoßrichtung wieder ein autoritäres System zu haben und zu sehen, wie die Unfreiheit da zementiert wird. Das hat dann natürlich nachgewirkt und wir haben, finde ich, ein bisschen bis heute damit zu tun, dass dann wiederum in der DDR Parteien auch nicht dazu da waren, demokratischen Streit auszutragen, leider, und wirklich verschiedene Meinungen zu vertreten. Und deshalb übrigens auch in vielerlei Hinsicht wir eine Mischung haben aus mangelnder Wertschätzung für Parteien, weil man andererseits so schlechte Erfahrungen mit Parteien in der Diktatur hat und gleichzeitig auch einer unterausgeprägten Streitkultur. Also in meinem Bundesland Brandenburg zum Beispiel ist ja sogar der Konsens so ein bisschen als Allheilmittel und als geradezu moralischer Anspruch
Anfang der 90er Jahre als sogenannter Brandenburger Weg sehr überhöht worden. Und als ich 2009 bis 2014 im Landtag von Brandenburg war, habe ich noch, bevor die AfD dort überhaupt reinkam, wahrgenommen, dass es eine zu gering ausgeprägte Streitkultur gibt und eine zu geringe Fähigkeit zu differenzieren zwischen dem harten Streit in der Sache, der in der Demokratie dazugehört, und das nicht persönlich zu nehmen und trotzdem die Kollegen oder Kollegen aus der anderen Fraktion denen zuzugestehen, was ist ihre Rolle, weil sie auch von anderen Menschen mit anderen Meinungen gewählt sind, auch die unterschiedlichen Rollen, Opposition, Regierung. Da habe ich eben erlebt, dass das jedenfalls in meinem Bundesland absolut unterausgeprägt war, Streit als was Normales, sogar Sinnvolles zu betrachten, als ein Wettbewerbsverfahren in der Demokratie. Da ist noch immer eine ganze Menge zu tun. Und diese mangelnde Streitkultur, finde ich, hat sich dann eben auch besonders dramatisch ausgewirkt, wenn dann doch Themen als existenziell und auch vielleicht emotional sogar empfunden werden, wie beim Thema Migration etwa, dann fällt es einem auf die Füße, wenn man vorher keine Streitkultur eingeübt hat. Ja, ich würde vielleicht auch noch mal gerne im Anschluss an Frau Teutelberg noch mal die Frage der Traditionsbildung noch mal aufnehmen. Ich glaube, die FDP hat das hat nicht das Problem, aber die Schwierigkeit liegt darin, worüber wir heute gesprochen haben. Was machen wir mit dem Erbe der Deutschen Staatspartei, was machen wir mit dem Erbe des Weimarer Liberalismus, dass wir uns eigentlich an keine Partei direkt wenden können, vielleicht an die Gründung der DDP. Viel sinnvoller erscheint es mir, die Probleme zu identifizieren, die damals verhandelt worden sind. Die Streitkultur ist ein wichtiger Punkt und wir haben darüber heute gesprochen, politische Kultur musste erst ausgebildet werden. Eine politische Debattenkultur entsteht nicht in 14 Jahren. Nun darf man darauf hinweisen, dass es auch schon vorher einen Reichstag gegeben hat und dass es vorher auch schon Parteien gab. Aber zu streiten und Verantwortung zu tragen, das war neu und das musste eingeübt werden. Und ich glaube, wenn wir versuchen, die aufrechten Liberalen zu identifizieren, die wir bewundern können, deren Zwänge wir nachfühlen müssen und über die wir auch nicht so hart urteilen sollen, wenn sie im Falle von Theodor Heuss ja für sich, also nicht zum Helden geboren waren, dann sind doch ein paar Themen zu identifizieren, die für den Liberalismus damals entscheidend gewesen sind. Es gab damals eine Debatte um den Ständestaat und echte Liberale haben sich natürlich immer gegen jede Art von Ständerepräsentation gewehrt. Die haben die Bürgerinnen und den Bürger als den Maßstab gesehen und haben keine Unterschiede gemacht. Echte Liberale haben sich für Minderheiten eingesetzt. Das waren damals überwiegend nationale Minderheiten, aber auch konfessionelle Minderheiten. Und man hat eben argumentiert, es muss für jede Minderheit nicht nur möglich werden, Mehrheit zu werden, sondern jede Minderheit muss in ihren Rechten geschützt werden. Und Sie finden eine große Debatte damals zu Mehrheit-Minderheit-Problem. Das ist ein entscheidender Punkt und für Liberale ganz wichtig, wie entwickelt sich der Kapitalismus? Was ist eine Wirtschaftspolitik unter demokratischen Umständen? Und da ging es aufrechten Liberalen nicht darum, einfach nur Interessenpolitik zu machen, sondern den Kapitalismus so zu gestalten, zu einem demokratischen Kapitalismus, wie das Moritz Born gesagt hat, zu einem Kapitalismus des Mittelstandes, hätte man früher gesagt, aber der sozusagen den Nutzen für die Schwächeren bringt und der eben keine Klientelpolitik betreibt. Und das sind, glaube ich, so Maßstäbe, die natürlich sehr, sehr grundlegend sind. Aber diese Meinungskämpfe können wir in der Weimarer Zeit identifizieren. Und wir müssen natürlich sagen, dass der parteipolitische Liberalismus mit seinen Botschaften nicht durchgedrungen ist. Aber wir haben sozusagen viele Keime, die damals gesetzt worden sind, die dann unter günstigeren Bedingungen später aufgegangen sind. Und diese Traditionslinien zu stärken, in Anbetracht und in voller Realisierung der Probleme, die wir gesehen haben oder die wir immer noch, über die wir heute gesprochen haben, das erscheint mir immer noch die wichtige Aufgabe. Denn es wurde hart gestritten, vielleicht nicht immer nur in den Parlamenten, sondern auch in der Publizistik und in den Feuilletons. Und harter Streit
hat wegweisende Ergebnisse gezeugt. Vielleicht damals nur in theoretischer Art, die dann später weitergetragen worden sind. Aber die intellektuelle Debatte und die politische Debatte hatte in vielen Teilen auch ein hohes Niveau. Und das macht die Weimarer Zeit immer noch so interessant. Ich sehe, Frau Teuteberg hat sich gemeldet. Ich glaube, dass das, Herr Hacke gesagt hat, dass, was Sie gesagt haben, das ist natürlich auch ganz wichtig, auch wenn man da nochmal eben sich das anschaut, der Vergleich eben des Jahres 1930, 33 bis heute. Ein großer Liberaler, Ralf Dahrendorf, hat ja mal gesagt, Demokratie und Liberalismus, das seien kalte Projekte, weil es keine wirkliche Mission dahinter steht. Und in diesen Zeiten der Ideologien, da gab es eben diese, da gab es diese Leute, eben ob es die Nationalsozialisten waren oder eben die radikale Linke, die eben eine Mission hatte, so schrecklich das ist. Aber das hat eben angezogen. Liberale zweifeln, die haben die Meinungsvielfalt auch innerhalb ihrer eigenen Parteien. Sie haben eben keine Mission. Und ich glaube, das ist so ein Problem des Liberalismus, aber eben auch eine Chance. Ich weiß nicht, Frau Teuteberg, das musste ich irgendwie noch loswerden, weil das eben auch wieder so ein bisschen optimistisch ist, was die heutige Zeit angeht. Frau Teuteberg. Vielen Dank. Ich wollte zum einen doch einmal kurz eingehen auf die Bemerkung von Herrn Herzog im Chat. Einerseits und auch gleich noch auf das, was Sie gerade gesagt haben. Zum einen teile ich, wenn Herr Herzog sagt, wir haben nicht eine, die Situation ist sehr anders als in Weimar und wir haben nicht diese aggressive Bürgerkriegssituation, dass er beschreibt, dass nur mit Saalschutz Versammlungen stattfinden können. Andererseits finde ich, muss uns auch sehr besorgen und nachdenklich machen, das ist meine Beobachtung, dass so manche Veranstaltung auch heutzutage aber nicht stattfindet, weil eben kein Saalschutz gewährt wird und zum Beispiel die Universität das Hausrecht nicht ausübt. Also ich kann ganz konkrete Beispiele sagen, von Vortragsveranstaltungen, von Podiumsdiskussionen, wo keinesfalls irgendwelche extremistischen Dinge geäußert werden sollten, aber schlicht Dinge und auch Meinungen aus der politischen Mitte, die manchen nicht passen und die dann durch Lautstärke oder Gewalt verhindert wurden, die wären wahrscheinlich sogar auch durchzuführen. Und ich würde mir dann zum Beispiel wünschen, dass Universitätsleitungen im Zweifel auch das Hausrecht durchsetzen da die Stärke des Rechts gilt und nicht das Recht des Stärkeren im Sinne von des Lauteren oder Gewaltbereiten, der Auftritte von Andersdenkenden verhindert. Also da gibt es ganz konkrete Beispiele dafür. Und insofern finde ich, ich würde es auch keinesfalls gleichsetzen, aber ich finde, es gibt schon ein paar Entwicklungen, denen wir auch früh wehren sollten und wo wir mehr tun sollten für Meinungsvielfalt und dafür, dass sich nicht diejenigen, die andere nicht ausreden lassen wollen, bevor sie kritisieren, durchsetzen dabei. Wenn Sie gerade sagten, Liberale haben keine Mission, dann würde ich etwas widersprechen, weil darum geht es mir ein bisschen bei diesem Thema Mut zur Ideologie im besten Sinne. Natürlich ist es eine andere, vielleicht auch keine dogmatische Haltung und eine, die mehr vom Individuum ausgeht als manch andere, die man mit Ideologie verbindet. Aber sozusagen das Überbetonen von Pragmatismus und zu glauben, man hätte nicht irgendwie doch eine ganz bestimmte Werthaltung, für die man eintritt, ist, finde ich, manchmal eine der Schwächen von organisiertem Liberalismus. Also deshalb wäre mir sehr wichtig, durchaus das deutlich zu machen, wofür wir stehen. Und da finde ich übrigens, gibt es auch ein paar historische Beispiele dafür, dass wir im Moment auch zum Teil da wieder einige Bewegungen haben, Zurückschritten. Wenn ich mir die Debatte um die Rolle des Staates jetzt nach Corona ansehe, mal ein Beispiel. Als in der Weimarer Republik auch nach den Finanzreformen, die Matthias Erzberger am Anfang durchsetzen musste. Und Kommunen hatten große Finanzierungsschwierigkeiten und zu wenig Einnahmen. Da haben sie sich leider auch sehr darauf verlegt, sich wirtschaftlich zu betätigen und das zum Nachteil des Mittelstandes und Handwerks vor Ort. Und daraus wiederum ist übrigens durch einen preußischen Finanzbeamten, Johannes Popitz, entstanden, die sogenannte Popitz-Formel, das sind so drei Voraussetzungen, die heute noch in den Gemeindeordnungen der meisten Bundesländer stehen, in 30er Jahren Eingang fanden in eine deutsche Gemeindeordnung, unter Beachtung welcher Grundsätze sich eine Kommune wirtschaftlich betätigen kann. Das kam genau aus der Erfahrung, dass man gesehen hat, dass da liegt kein Segen drauf. Das führt dann dazu, dass vor Ort der Mittelstand ausblutet, dass die öffentliche Hand sich zu Lasten der örtlichen Wirtschaft betätigt. Und sozusagen die liberale
Einstellung, der Staat muss sich aus Steuern finanzieren, das ist auch sein Vorteil. Und er darf nicht gleichzeitig Mitspieler und Konkurrenz sein, auch nicht in Form der Kommune gegenüber den Gewerbetreibenden, den Handwerkern vor Ort. Das ist nur so ein Beispiel. Heute haben wir wieder ein bisschen Tendenzen, die diese historischen Erkenntnisse missachten. Aber da fällt mir einfach auf, dass so ein bisschen die Erzählung, die bösen Neoliberalen, die hätten erst dann spät erfunden, dass man den Staat abschafft, das ist einfach falsch. Schon damals hat man einfach gesehen, es gibt legitime Staatsaufgaben und es gibt auch Dinge, die der Staat besser nicht tut und wofür wir Regelungen brauchen. Das ist nur mal so ein Beispiel dafür, dass sich das schon sehr viel früher gezeigt hat. Ja, ganz herzlichen Dank. Also auch das finde ich gut. Also dieser Mut zur Mission, den Sie sagen, den Sie jetzt gerade eben auch ansprechen und auch einfordern. Frau Teuteberg, Historiker, die haben so einen Hang zum Grübelzwang. Ja, die überlegen alles. Und insofern ist das also ein Appell, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Und übergebe damit an Herrn Olenik. Die Veranstaltung geht jetzt auch dem Ende entgegen. Herr Olenik, Ihnen haben wir auf jeden Fall auch ganz zu danken. Sie haben das ja alles mitorganisiert. Da steckt sehr, sehr viel dahinter. Wir freuen uns natürlich, wenn das alles wieder mal irgendwie wirklich eben auch auf dem richtigen Podium stattfindet. Also ich bedanke mich schon mal bei Herrn Stahlmann als dem, der den Aufschlag gemacht hat, Frau Teuteberg und Herrn Hacke, die eben mitgestritten haben wissenschaftlich. Und Herr Olenik, mit diesem Dank an Sie übergebe ich für das Schlusswort an Sie. Ja, vielen Dank, Herr Scholtisek. Die angenehmsten Aufgaben haben Sie mir schon abgenommen, den Referenten, Referentin zu danken, Ihnen natürlich auch zu danken. Ich denke, das war ein sehr interessanter Einblick in die Geschichte der Deutschen Staatspartei, was man alles so aus dem Blick zurück 100 Jahre, 90 Jahre noch so für die Gegenwart ableiten kann. Ich denke, wir nehmen mit Wertschätzung der Parteien, Wertschätzung der Streitkultur und eine liberale Traditionspflege. Darauf konnten wir uns hier auf dem Podium alle sehr gerne einigen. Deshalb eigentlich nur noch, bleiben Sie uns gewogen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Viel Spaß gleich beim Fußball, wenn es Sie interessiert. Und ich hoffe, das Landesbüro Baden-Württemberg kann Sie bald in einer weiteren Veranstaltung willkommen heißen. Auf Wiedersehen. Gut, dann verabschiede ich mich auch nochmal. Tschüss.